Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. So. Ach, guck mal. So, jetzt sehen wir noch ein paar Bahnen längs. Ja, die ja, muss dann aufpassen, ne? Aber ich meine, okay. Wäre die Wahllust nicht so komisch gewesen, muss ich da ganz ehrlich sagen, hätte ich sie auch selber gefuttert. Aber das esse ich nämlich gerne im Dezember. Leckere Walnuss. Ah ja. So, aber ich habe auch noch ein paar schöne Neuigkeiten. Also wie gesagt, am 9.12. findet die Rennwiederholung vom 11.11. statt. Ne? Beim Humas Community Rennen. Dass ihr da Bescheid wisst. Also am 9.12. denkt man, dass dann 19.45 dann das losgeht. Oder wenn ein bisschen früher. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Hoppala. Der Rogelzwitter. Weil ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was mal an so einer Baumschule, was da alles noch für Aufgaben dazugehört. Ne? Ich meine. Das darf man natürlich nicht ganz vergessen, das stimmt. Ja, aber mal gucken, ich meine. Was brauchst du denn für den Boden noch? Ich meine, jetzt pflügst du den Boden, musst du den Boden noch düngen, kalken, irgendwelche anderen Mineralsorten drin haben. Nimmst du nur den normalen Mutterboden, den du da zur Verfügung hast. Das sind so alles Sachen, die mich so interessieren, ne? Zum Thema Baumschule. Ob das dann, ja, wie gesagt. So. Weil viel brauchen wir nicht. Wir brauchen nur zwischen den Gängen ordentlich Platz. Umgangssprachlich gesagt, ja. Hast du auch wieder recht.
Ja. Also wir hatten, Gott, ich glaube, das war noch bei der Porta Westfalica oder bei der Una, ich weiß es nicht, aber Manu müsste noch wissen, wo wir die Baumschule gemacht. Ich glaube, es war doch auf Una. Aber ja. So. Genau, jetzt machen wir noch die eine Bahn da und dann. Ah, das dürfte passen. Das dürfte passen. So, was zeigt denn jetzt unsere Karte an? Benötigt Kalk. Ja, das war natürlich jetzt klar, ne? Na gut. Das Kalken, das lassen wir mal. Ich werde jetzt einfach mal das Gerät für die Bäume und die Setzlinge einfach mal holen. Und dann hoffe ich einfach mal, dass das so passt. Ist zwar jetzt nicht optimal. Theoretisch. Doch, also. Okay, aber. Weißt du so? Ja. Ich müsste nicht pflügen, das stimmt, Giro. Aber ich habe mir einfach gedacht, weil, wenn du dir selbst so einen Boden anlegen möchtest, ne, dann wäre es halt schon was Schönes. Grauer Wolf, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, das stimmt. Dankeschön. Oh, da krieg ich ja schon eine Fontäne hier. Kam da irgendwas? Habe ich was verpasst? Wow. Ja. So, dann gibt man mal das Gerät da zurück. Ja, das stimmt. Das geben wir mal zurück. Jetzt gucken wir einfach mal nach den Setzlingen. Nee. Wasser. Warum kriegst du. Warum sind die anders? Kiefer? Moment, was hast du vorhin gesagt? Shiro. Pinne und. Kann man auf jeden Fall durch Havaris ziehen. Okay, alles klar, okay. Ja, die. Ich versuche. Ich bin gerade im Überlegen, ob man nicht, genau, Pina für den Harvest. Genau. Also quasi ein bisschen größere Maschinen mal arbeiten kann.
Wir probieren es jetzt einfach mal. So. Oben links, das ist ein Vehikelinspektor. Kurz. Ja, das habe ich mir jetzt auch schon gedacht. Warte mal kurz. Ich muss gerade noch schnell den. Genau, Den kannst du auch farblich kennzeichnen, grauer Wolf, ne? Also wie gesagt, ach Gott. Ja. Heißt er, willkommen hier auf der Lost-Kanal. Ich bin heute wieder sowas von. So. Genau, ich muss mal gerade gucken, weil es gibt ein paar. Das ist eigentlich der, wo ich hatte. Ja. Ist auch wieder ein anderer. Boah. Es gibt so viele. Aber wie gesagt, es gibt einfach einen einfachen Inspektor. Muss mal gerade gucken. Ja, das ist ein anderer schon wieder. Also. Ist auch nicht so schlecht. Auf jeden Fall. Also du kannst ihn wunderbar mit Autodrive und auch mit Cosplay laufen lassen. Da gibt es so eine schöne Kombi. Und also du siehst zum Beispiel auch jetzt hier, ne, dass ich Eisenerz noch gelagert habe. Also der zeigt das sogar noch an, wo Ware noch drin ist. Und zwar in dem war, das ist quasi noch ein Eisenerz, ne? Und das finde ich so spannend an der ganzen Sache. Das heißt, selbst wenn du dann einen Gabelstapler hast und du hast da was drauf, ja, kannst du dann, noch sehen, was da drauf ist. Oh, das wird nix. So. Wenden in 300 Zügen. Ja, das wird spannend, ey. Ach, der lässt sich sogar auffüllen, okay. 240 Stück. Ja, ich bin gespannt. So, mal schauen nach rechts. Mal schauen nach links. Da kommt nichts. Diese berühmte Eisenbahnübergang, Bahnübergang, der berühmte, der hat mich auch immer gern weggecheckt. Yo, Offroad Baby. So, ich würde einfach mal sagen, wir machen mal eine Reihe Fichte, oder? Wir haben es Fichte drauf, ne? Ein Pinien haben wir drauf, ne?
Ach so. Ja, schauen wir halt mal. So. Für 10.000 Euro, 11.000. Also. Ja, ich war. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. So. Jetzt muss ich aber nur gucken, dass ich mir nicht irgendwie hier so viel Platz lasse, ne, oder? Weil du musst ja auch noch einen Zwischenweg da finden, ne? Ah, da setzt sie gleich, das gibt's nicht. Na gut. Das sollte erstmal das reichen. Aber wenn du sagst, dass man wechseln kann, okay. Dann musst du warten, bis, Fanta, dann musst du warten, bis SCS die Server ein Update rausbringt. Weil das ist. Das kann sein, dass das noch dauert. Ich hoffe, dass es morgen soweit fertig ist, ne? Also. Nein, du kannst das jetzt nicht hier abladen, oder? Ach shit. Ah, schade, 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 schade. Jetzt habe ich das alle. Oh, ja, mein Gott, dann ist es halt so. Ich kann es ja auch nicht ändern.